Anna, du bist doch schon längere Zeit in der Vorbereitungsklasse. Was ist das eigentlich? Hey Jonas, die VK ist die 10. Klasse, die du aber in 2 Schuljahren machst. Das heißt, du kannst die mittlere Reife machen, hast aber mehr Zeit für den ganzen Stoff. Wow, hört sich gut an. Erzähl mal mehr. Für die Aufnahme in die Vorbereitungsklasse brauchst du eine Stellungnahme deiner bisherigen Schule, ein Aufnahmegespräch an der Mittelschule Waldsasten und die Zustimmung des Schulamtes Tirschenreuth. Natürlich ist das leider nicht alles, denn so kleine Voraussetzungen müsstest du quasi mitbringen. Nämlich am besten einen bestandenen qualifizierten Abschluss mit einem Durchschnitt von 2,5 oder besser. Aber keine Angst, falls du den aus irgendeinem Grund nicht haben solltest, kannst du dich trotzdem bewerben bzw. anmelden. Es kommt halt dann darauf an, ob dein Wille und deine Motivation groß genug sind, dass du eine Chance bekommst. Dann bist du in der Probezeit. Jetzt kannst du dich bis zum Zwischenzeugnis beweisen. Mit deiner Mitarbeit und vor allem deinen Noten. Denn die Klasse ist ja schließlich freiwillig. Es muss dir auch klar sein, dass das Lernen das A und O ist. Denn ohne Lernen kommt man nicht weit. Dafür hast du aber, wie gesagt, 2 Jahre Zeit. Im ersten Schuljahr wird am Anfang ein Teil der 9. Klasse wiederholt und gleichzeitig Stoff der 9M durchgenommen. Später geht es um die Inhalte der 10M. Im zweiten Schuljahr geht es dann rein um den Stoff der 10M und die Abschlussprüfungen. Am Anfang schreibst du 2 allgemeine Wissenstests in Mathe und Deutsch, damit der Lehrer sieht, wo genau du stehst und wo du Unterstützung brauchst. Durch das Klassenlehrerprinzip haben wir unseren Lehrern mehrere Stunden täglich und können somit einen ganz anderen Bezug zu ihm aufbauen. Selbstverständlich ist er immer für uns zu sprechen. Was auch sehr besonders ist, man behält seine Schulart bei und hat umfassende Berufsorientierung durch Wahlpflichtfächer, Praktika sowie Persönlichkeits- und Bewerbungstraining. Man kann auch mehr Gewicht auf die prüfungsrelevanten Fächer legen und in Intensivierungsstunden auf den Stoff eingehen, wo wir noch am meisten Probleme haben. Die Lehrer unterstützen einen wirklich sehr, zum Beispiel bei der Stärkung von persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie versuchen auch, unser Selbstwertgefühl zu stärken. Das braucht man später im Beruf allemal. Ich sage es dir, so etwas ist Gold wert, denn so ein ausgeprägtes Training auf die Abschlussprüfung oder auf den späteren Lebensweg gibt es kein zweites Mal mehr. Oh, und nicht zu vergessen, das entspannte Lernen ohne den Zeitdruck. Ach Mensch, Jonas, jetzt habe ich dich so vollgepackt mit Inhalt. Danke, Anna. Das ist ja wirklich toll. Ich glaube, ich gehe auch in die Vorbereitungsklasse. Wo gibt's die denn? An der Mittelschule Waldsassen. Der Bus bringt dich übrigens kostenlos hin. Starten wieder neue Sachen, mach dich bereit. 1, 2, 3, 4, go.